Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test bei mir auf dem Kanal. Wir schauen uns heute zusammen Castle Flipper an. Wir haben im Haus Flipper ja Häuser renoviert und verschiedene Räume auf Vordermann gebracht, Grundstücke aufgeräumt, und im Spiel Castle Flipper geht es darum, Burgen zu restaurieren bzw. den ganzen Müll, der sich so im Mittelalter einschleicht, zu beseitigen. Ich würde sagen, wir schauen uns die Demo an, starten ein neues Spiel. Wir löschen erstmal den Spielstand und sagen dann, wir starten ein neues Spiel. So, unser Königreich. Yeah! Der erste Schritt. Okay. Wir haben ein Königreich bekommen, sollen dieses ein wenig aufräumen. Wir sehen schon hier jede Menge Schmutz, Blut und naja, das sieht aus wie Erbrochenes, sagen wir mal so. Okay, hier haben wir das Questboard. An dem können wir neue Aufträge annehmen. Und ich würde sagen, bevor wir... Linke Maustaste zu cleanen. Ich kann das jetzt noch nicht aufräumen. Okay, Tab Destroyer Modus. Aha, hier ist noch nichts. Also können wir auch nichts machen. Dann geht's ab zu unserem ersten Auftrag. Ein ruiniertes Camp. Hier unten sehen wir unsere Aufträge, was wir machen müssen. Wir müssen Palisaden reparieren, Zäune reparieren, das Warehouse reparieren und große Bäume entfernen. Und Careback ist, glaube ich, Müll, den wir aufräumen müssen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen den Auftrag einfach an. Und dann geht's los. Ein ruiniertes Camp. Auf geht's. Das ist deine erste Mission. Du musst 80% der Aufträge erfüllen, damit du diesen Auftrag abschließen kannst. Okay. Wir fangen mal. Hallo Hühnchen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, hier alles zu reinigen, was wir hier reinigen müssen. Wir können das einfach ganz normal mit unserer Hand hier aufräumen. Leitern. Du kannst Leitern emporklettern und andere Sachen zu reparieren. Okay. Das Repair-System. Ja, wir haben zum Beispiel hier eine Säule, die können wir nehmen und können sie an ihren Platz bringen. Das sind, glaube ich, nee, das sind nicht die Palisaden, aber das sind zumindest Sachen, die wir hier reparieren müssen. Und wir müssen natürlich noch weiterhin den ganzen Müll hier aufräumen. Das machen wir auch. Also es ist mal eine gewisse Abwechslung zum Hausflipper, hier einfach mal ein paar Burgen zu reparieren. Okay, das Warehouse haben wir schon mal repariert. Jetzt geht's weiter. Was ist das hier? Destroy. Okay, Select Destroy Modus. Dann würde ich sagen, wir entfernen diese komischen Bäume hier. Das war ein großer Baum und mit einem Schlag ist der schon entfernt worden. Und ich glaube, der Baum hier muss auch noch weg. Sehr schön. Dann gehen wir wieder in den... Achso, das ist der Cleaning-Modus. Den haben wir ja nicht. Okay. Können wir das irgendwie auch wegstecken hier? Mit Z haben wir sogar sowas wie ein Sonar. Spezielle Möglichkeit... Achso, das war der spezielle... dieser Modus, dass wir sehen, was wir hier alles reparieren müssen und wegbringen müssen. Das war mit Z, genau. Die Sachen müssen wir alle reparieren hier. Oder besser gesagt, nicht reparieren, wir müssen die aufräumen. Hier hat aber jemand ganz schön verwüstet. Irgendjemand ist hier eingefallen und hat hier alles zerstört. Okay, den Besen brauchen wir, glaube ich, nicht. Was haben wir denn noch hier drin? Da haben wir noch ein bisschen Müll. Ein Brett haben wir vergessen und hier hinten lag, glaube ich, noch ein kaputtes Fass, was wir bereinigen müssen. Sehr schön. Okay, das machen wir auch noch. Das kann alles weg. Wir haben erstmal alles bereinigt. Gut, dann haben wir hier Bretter, die wir in der Hand nehmen können. Das sind 3 Stück. Okay, das sind wahrscheinlich die Zäune hier, die wir hier reparieren müssen. Gut, also nochmal 3 kleine Bretter nehmen und hier vorne den Zaun noch bereinigen.
Oder besser gesagt, reparieren. Okay, ein Brett hat gefehlt. Das kriegen wir auch noch hin. Wir werden doch dieses... Naja, Burg kann man das ja noch nicht nennen. Das ist eher so ein Camp, was wir hier bereinigen müssen. Hier hinten hatte ich aber auch noch was gesehen. Da können wir wahrscheinlich auch noch hingehen. Dann gucken wir mal. Crouchen. Okay, wir können mit C, glaube ich... Nee, mit String können wir uns ducken. Gut. Was haben wir hier? Kisten. Es gibt verschiedene Kisten zu finden. Oh yeah, wir haben den Goldschatz gefunden, den wahrscheinlich die Räuber, die dieses Camp überfallen haben, vergessen haben. Wir nehmen den einfach mit. Und dann schauen wir mal weiter. Wir müssen jetzt noch Palisaden reparieren. Mit Palisaden sind wahrscheinlich dort oben, ist dort oben irgendwas gemeint. So, wir können drei Bretter mitnehmen. Klettern jetzt einfach mal hier die Leiter nach oben und schauen. Ja, genau, hier oben die Palisaden können wir reparieren. Drei von sechs haben wir repariert. Aber hier ist wenig los, muss ich sagen. So, wir nehmen mal den Destroy-Modus und finden hier oben noch eine Kiste mit 1000 Goldstücken drin. Gut, mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Wir haben wahrscheinlich auf der anderen Seite noch Palisaden. Gibt es Fallschaden? Nein, gibt es nicht. Okay. Dann nehmen wir mal uns noch drei Bretter und gehen einfach mal auf der anderen Seite nach oben, weil ich denke mal, dort ist auch noch eine Stelle, die wir reparieren müssen. Und dann könnten wir den ersten Auftrag schon erledigt haben. Ja, Mission complete. Wir können jetzt hier noch bleiben oder wir können nach Hause gehen. Wir haben 1000 Gold bekommen dafür, dass wir den ersten Auftrag hier erledigt haben. What a mess. Was für ein Dreck. Okay. Jetzt können wir sogar hier unser kleines Königreich, welches wir hier haben, ein wenig aufräumen. Hier müssen wir sogar mit unserem Besen endlich mal was machen. Okay, wir müssen dieses hässliche Blut dort wegbekommen. Gut, ich räume erstmal auf. Wir haben 30 Sachen, die wir hier aufräumen können. Das ist unsere Map. So, Destroy, du kommst weg. Kann ich die Bäume hier auch? Ja, okay. Die Bäume müssen definitiv auch alle weg hier. Und wahrscheinlich... Ah, nee, ich will mein Haus nicht kaputt machen. Oh mein Gott. Ich habe schon mein Haus zerstört, das ist nicht gut. Okay, dann gehen wir mal in den Clean-Modus. Und müssen hier dieses olle Blut wegwischen. Bleh. Und diese komische Kotze, das Erbrochene von der Wand müssen wir auch wegmachen hier. Okay, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, das ist auch alles weg, sehr schön. Wir haben noch Care Badge, also wir haben noch Müll hier, was wir aufräumen müssen. Wir können ja mal unser Sonar nehmen. Sehr schön, auch alles fertig, okay. Gibt es vielleicht sogar einen nächsten Auftrag? Ja, wir haben den nächsten Auftrag. Sehr gut. Unser Haus lassen wir mal so. Ich habe wahrscheinlich schon hier eine Wand eingerissen, was ich hätte nicht machen sollen. Na gut, dann gucken wir uns mal das nächste an. Basenbau. Grundschritte. Na gut. Dann würde ich sagen, build your first house, finish the house. Okay, ich soll unser erstes Haus bauen. Das ist unsere nächste Mission. Construction. Okay, hold tab. Okay, upgrade, build oder destroy. So, was haben wir denn hier? Wir haben Foundations. Okay, Foundations. Dann sollen wir mit 2 und mit 3 eine Tür bauen. Die 4, da gibt es Fenster, sehr gut. Oh, das Bauen funktioniert aber... richtig gut. Mit 5 bauen wir hier wahrscheinlich ein Dach drauf. Okay. Mit 6 haben wir Fenster, die wir hier bauen können. Sehr schön. Mit 7 kommt eine Tür rein. Und dann sollen wir wahrscheinlich hier... Ja, okay. Wir haben Holz und können jetzt unser Haus hier vervollständigen.
Sehr gut. Inneneinrichtung. Komme ich hier jetzt irgendwie durch die Tür durch? Nee, ich möchte nicht. Ich muss mit I. Ah, guckt mal. Bedroom. Betten? Okay, wir kriegen ein schönes Bett hier. Sehr schön. Mit I haben wir sogar ein Inventar. Da können wir Schränke bauen. Können wir auch drehen? Ja, wir können die Schränke auch drehen. Wie rum gehört der Schrank jetzt hier hin? Ich stelle ihn jetzt einfach mal so hin. Und mit I, dann gibt es noch so einen kleinen Nachtschrank. Okay, wir haben die Mission auch erfolgreich beendet. Wir haben jetzt gelernt, wie wir Sachen reinigen, zerstören oder wie wir auch... Okay, thank you for playing. Alles klar, ich glaube, wir sind durch. Hier haben wir eine Area. Hier können wir für 3000... Können wir unsere Area vergrößern. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein bisschen probieren und verschiedene Sachen machen. Destroy, also der... Oh, den Baum kann ich nicht kaputt machen. Den kann ich nur woanders hinsetzen. Wir haben auch keine neuen Aufträge mehr. Ich denke mal, das war auch die Demo. Ich würde aber auch sagen, dass wir unser Haus hier... warte mal, Upgrade, Wood. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Wand drin. Bild, dann schaue ich mal, Wände. Okay, da kommt noch eine Wand hin, da kommt noch eine Wand hin. Dann brauche ich wahrscheinlich auch Fenster. Wo kriege ich denn jetzt Fenster hin? Her. Das sind Windows. Also Fenster, Fenster und eine Tür brauche ich. Die kommt auch hier rein. Dann gehe ich mal zurück und upgrade mal unser Haus mit Holz noch ein bisschen. So, das ist die Tür hier, ne? Nee. Das ist ein Fenster. Okay. Also die Fenster kann ich auch öffnen. Das ist kein Fenster, glaube ich, was ich öffnen kann. Warum kann ich denn die Tür jetzt nicht, Warum kann ich denn die Tür jetzt nicht öffnen? Ach, jetzt, okay. Ist unser Haus fertig? Gut, wir haben jetzt hier so eine kleine Hütte. Aha, die Fensterläden gehen doch auf. Okay, vielleicht hätte ich hier auf der Seite auch noch ein Fenster bauen sollen. Na gut, vielleicht sollten wir das auch ein bisschen einrichten noch. Wir haben aber, glaube ich, noch nicht so viel Sachen. Wir könnten uns hier einen Tisch reinstellen. Und was haben wir denn noch alles? Ein Tisch, ein Thron. Okay, wir packen uns hier noch einen Thron hin. Da sitzen wir nämlich. Sehr gut. Und vielleicht bräuchten wir auch noch ein Bett, um zu schlafen. Wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Also wir haben jetzt auch ein Bett, aber haben irgendwie keine Möglichkeit da zu schlafen, oder? Was haben wir denn noch alles? Kittchen, Misk. Oh, hier können wir sogar noch ein paar Fackeln dran machen. Dann wird es ein bisschen heller hier. Kann ich die irgendwie drehen? Ah, die kann ich auch drehen. Sehr gut. Gut. Das war's, glaube ich. Dann sind wir mit der Demo ja schon... Ah, wir haben auch Foundations. Die können wir hier sogar nicht weiter... Ah, wir könnten uns aber jetzt hier theoretisch gesehen bestimmt ein neues Haus bauen. Wollen wir uns mal noch ein kleines Haus bauen? Ja, komm. Wir bauen uns mal noch ein kleines Haus. Da muss auf jeden Fall eine Tür rein. Ein paar Fenster kommen dahin, dahin und hier hinten hin. Dann noch ein paar Wände. So, und ein Dach brauchen wir natürlich auch noch. Die Frage ist, was für ein Dach nehmen wir hier? So. So. Und so. Okay. Dann. So, alles mit Holz hier zubauen. So, ist denn unser
Dach jetzt. Ja, unser Dach sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Dann brauchen wir noch eine Tür hier drinne und ein paar Fenster. Also, eine Tür kommt da rein. Die können wir auch aufmachen. Fensterläden. Einmal, zweimal, dreimal. Können wir auch aufmachen. Hm. Für wen bauen wir jetzt aber das Haus? Ist das für uns oder ist das für unsere Frau? Okay, könnten wir auf jeden Fall noch ein paar Fackeln reinbauen, damit die Frau oder die Bediensteten, die hier drinnen wohnen, ein bisschen was an Licht haben. Okay, dann packen wir hier noch ein Bett rein. Das Bett passt hier rein, aber auch ohne etwas zum Schlafen. Ein Schrank. Okay. Was haben wir denn noch? Bathroom. Mhm. Ohne Badewanne. Naja, oder eine kleine. Das ist ja keine Badewanne, das ist eher mehr so ein Trog, wo man baden kann wahrscheinlich. Na gut, dann war das die Demo von Castle Flipper. Ich glaube am 26. Mai, also morgen, müsste dieses Spiel sogar schon erscheinen. Also ich bin schon auf die Vollversion gespannt. Ich denke mal, die werde ich auch let's playen. Wir haben jetzt hier zwei Häuser gebaut. Ob das jetzt so schön ist, weiß ich nicht. Mal sehen, ob noch ein bisschen mehr interaktive Möglichkeiten hier bestehen, oder mit denen man interagieren kann. Ich könnte jetzt hier, na gut, für 10.000 noch das Gelände größer machen. Da habe ich nicht genug Geld. Ich habe jetzt noch 3.675 Gold. Das seht ihr links oben. Wir haben auch noch 46 Bretter. Können wir denn theoretisch gesehen, wenn ich jetzt sage, wir gehen in den Destroyer-Mode, können wir hier draußen die Bäume. Ne, die können wir nicht kaputt machen. Okay. Das geht wahrscheinlich nicht, weil die nicht auf unserem Gelände stehen. Und den Baum hier, den Baum kriege ich kaputt und da bekommen wir sogar einmal Holz dafür. Sehr schön. Gut. Also die Wände für unser Reich hier oder von unserem Haus mache ich jetzt nicht kaputt. Wir könnten jetzt hier theoretisch gesehen noch ein bisschen was sauber machen, aber hier ist alles eigentlich sauber. Kann ich mich hier hinsetzen? Nee, leider nicht. Gut, dann war das die Demo von Castle Flipper. Ich bin schon gespannt, wenn wir riesengroße Burgen bauen können und aufräumen können und was uns in der Vollversion erwartet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.